Hello people, willkommen zurück zu Let's Play. Diesen wunderbaren Hack. Zack. Und komm her. So. Zack. Komm her. Und rüber da und nochmal rüber da. Ja, also hier haben wir wieder ein Athletic-Level mit einer unfairen Stelle. Am Anfang, bei der ich mich frage, wozu die gut sein soll. Nämlich, man kriegt hier ja einen Pilz. Und dann muss man den Pilz jetzt zwangsläufig hier gleich wieder verlieren. Welchen Sinn hat denn diese ganze Chose? Fragezeichen. Einfach nur, um den Pilz wieder loszuwerden. Das erschließt sich mir jetzt nicht so hundertprozentig. Und, okay, ich Power-Ups her. Ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen zurück zur Top-Secret-Area. Denn da gab es ja locker Power-Ups. So. Okay, den Giftpilz, du kannst mal schön abhauen. Ich will doch kein Mensch. So. Jetzt schreiten wir zurück. Zurück zu eben diesem Level. Mit einer Feder bewaffnet. So, erstmal ein bisschen den hier machen. Weil ein paar akrobatische Kunsteinlagen können ja nicht schaden. Zack. Okay, aber das Problem ist, weil die Feder so entsetzlich langsam runterfällt, kommt da kein Mensch dran. Das ist so das Problem, was man hier an diesem Level hat. Denn auch mit Feder kommt man da nicht durch, ohne getroffen zu werden. So. Hilfe. Puh. Zack. Und Pilz. Hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Pilz. Goethe und... So. Hilfe. Mein Gott, warum kommen wir hier eigentlich bei diesem Level so unweit? Zack. 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 Und, ja toll, jetzt habe ich Zeit mit Waypoint, aber ich bin Game Over, das ist doch wunderbar, Leute, oder? Man kann hier den Waypoint auch nicht holen, ohne sich umzubringen. Das ist genauso wie da bei dieser Stelle am Anfang. Ich habe da so mal so eine Frage. Warum fixst du diese offenkundigen Level-Design-Fehler nicht? Steckt da irgendwie eine tiefere Idee dahinter? Wenn ja, dann kann ich die nicht erkennen. Ach man. Du nervst. Ihr nervt doch alle, ihr dämlichen Viecher. Ach man. Zack. Und rüber mit dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Ach, Menno. Hilfe. So. Hier müssen wir neu aufpassen. Uns neu justieren. Oh Gott, oh Gott. Ja, geschafft.
Okay, aber jetzt lasse ich mir diese Feier, den Midway Point erreicht zu haben, nicht nehmen. Ich will Power-Ups. Oh Gott, und beinahe wäre ich jetzt in diesen verdammten Giftpilz reingesprungen. Das wäre scheiße gewesen. Abgrundtiefe Scheiße. Scheiße. Ja. So wird zum Thema Scheiße. So. Zack. Und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Die Säge war etwas mies platziert. Wahrscheinlich hat man da wieder irgend so eine spezielle Methode gebraucht, um da irgendwie hinzukommen. Und das Teil sollte runterfallen und dann sollte man hier hin, das ist klar. So, und dann hätten wir diesen Quatsch auch endlich geschafft. Nach 6 viel zu langen Minuten. Okay, hier haben wir so ein Oasenlevel. Und das kann ich mich auch noch erinnern. Mit Slowdowns. Okay. Das ergibt so einen hübschen, lustigen Bug. Nämlich, dass die Pflanze in die Luft hängt, wenn man die irgendwie mit Yoshi frisst, aber gleichzeitig den Yoshi verliert. Mann. So. Endlich hochgeschafft. So, du Kollege, dich werden wir mal schnell umgehen. Und hier muss es doch eigentlich so ein gewisses Etwas geben. Nämlich Notenblöcke oder sowas. Ja, meine ich doch. Also, wenn ich jetzt bei diesem Sprung keins gefunden hätte, dann hätte ich es mit dem Shelljump versucht. Wirklich. Ja, hier gibt es jetzt so einen Multiple-Choice-Path-Dingensbums. Okay, aber wer erstmal hier unten ist, der darf nicht mehr nach oben. Das ist schon so ein klein wenig gemein. Ach, Mann. Aua, dieser Abschnitt nervt insofern, dass man immer ein paar Millionen Stunden warten muss, bis diese dämlichen Urgent-Viecher da irgendwie durch sind. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Und hoch mit dir. Aha, und das war dieser obige Abschnitt mit diesen Torpedoviechern. Aha, ich habe mir schon gedacht, dass da was runterkommt. Haha, du konntest mich nicht reinlegen. Reinlegen war im Vornherein untersagt, lieber Hackersteller. Hilfe. Ach, Menno. Ach, Manometer, jetzt muss ich irgendwie wieder zusehen, dass ich irgendwo ein Leben herkriege. Warte, hier gab es doch irgendwo Leben. Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier in einem Leben, in einem Level tatsächlich irgendwo einen Mond. Ja, ich glaube, der war hier. Aber da muss ich erstmal hier dieses Team-Dingsbums-Scheiß irgendwie wechseln und dann kann ich da irgendwie hin. Das dauert ein bisschen. Ich bin jetzt zu faul, deswegen die Aufnahme zu beenden. Deswegen sorry, Leute. So, denn ich will jetzt diesen Mond hier am Anfang bekommen. Der hier aber nicht mehr ist, dann scheiße. Mein Gott. Dann haben wir jetzt irgendwie die Zeit verplempert. Mann. Okay.
Sorry für die Zeitverplimperung. Ich dachte, der ist da noch. Aber dann weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wo ich noch Power-Ups herkriegen soll. Wenn dieser Mond nicht mehr existiert. Oh Gott. Das heißt, wir müssen irgendwie noch zwei Münzen zusammenkratzen. Oh Gott, ansonsten geht es bei diesem Versuch um das wurstige Würstlein. So, jetzt haben wir die Münzen. Yay! Wir haben die Kohle gecrasht. Okay, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und warte hier einfach. Ja, toll! Ja, das war wieder so eine Stelle. Da kann doch keine Sau wissen, dass da ein Teil rauskommt. Mann! Was soll diese unfaire Scheiße? Okay, das war ja noch so eine Top-Secret Area. Warte, 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 Kollege. So. Da kann ich mir noch ein paar Leben farmen, einfach und fertig. Oh, dann brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr, wegen Dingsbums zu machen. Zack. Und nochmal zack. Und mega zack. Und ja, 6 Leben dürften jetzt erstmal reichen. Wobei, warum gehe ich eigentlich immer diesen riesen Umweg? Wie kann man doch durch diese Röhre rein? Oh Gott. Autsch. Das ist aber unschön. Ach, war das so. Ich hole mir die Feder erst später, nämlich nach dieser Stelle. So. Ich glaube, das ist hier die sinnvollste Konsequenz. Ja. Dann kann man hier durchaus locker schon Feuer rein. Okay. Und hier ist... Das hier ist ein Ball für die Feder. Würde ich sagen. Zack. Und zack und... Ja, ich lasse mir hier jetzt Zeit. Also... Zeit lassen ist Gold. Okay. Midway Point. Schön. Okay, und hier passiert nichts. Außer, dass halt so ein paar Viecher da hinkrachen. So. Komm her, rein mit dir. Oh Gott. Da hatte ich jetzt Glück, dass ich da in der Mitte stand. So, und ich fahre jetzt eiskalt in der Mitte und warte, bis da dreimal dieses Viech rauskommt. Ich glaube, das ist hier die beste Taktik. So, Nummer 2. Aua. Zack. So. Und fertig. So, du wischst jetzt das Schlösslein weg. So, und jetzt gehen wir in die breiten Tiefen des Ozeans. Da werden wir vorstoßen. Erstmal holen wir uns noch ein Pilzchen. So. Und das sieht natürlich immer noch cut-off-artig aus, wenn einfach so im... diesem... Meeresschlick da irgendwie... Ja, diese... Betonblöcke mit Stachelkugeln irgendwie eingesetzt sind. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner lösen können, lieber Hackersteller. Denn immerhin ist das hier ja ein Remake. So. Gut. Aber... Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass das im originalen Sigworld 1 deutlich schwerer war. Also, ich glaube, da habe ich deutlich länger hier dran gehangen. Weil das ist
bisher relativ easy und einfach und gediegen und so. Ja. Also es gibt keine größeren Stolperstellen. Um das mal so auszudrücken. Okay. Jetzt hat mir diese eine Säge einen Power-Up geklaut, aber ansonsten habe ich hier keine Probleme. So. Okay, und beim First Try haben wir schon den Midway Point erreicht. Das meine ich ja mit. Das ist deutlich einfacher als früher hier. Okay, und hatte mich darauf eingestellt, hier noch eine zweite Säge zu kriegen. Und diese Wasserfälle, die sind hübsch. Die gab es da vorher mit Sicherheit nicht. Aua. Mein Gott, ich hasse solche Dinger. Aber das Ziel war da schon in Sicht. Hier kam noch eine Säge, oder? Ja. So, also hier. Jetzt den hier machen. Und dann vorsichtig hier rüber und dann... Ja, hier war das Ziel, oder? Na gut, dann war nicht... Dann war hier das Ziel. So. Und jetzt geht's hier in die Bowser-Fresse rein. Und ja, hier würde ich sagen, endet dann dieser Part. Dann sehen wir uns in der Bowser-Welt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.